Was ist, wenn ihr die Fläche erstellt habt und möchtet ihr die Letztensende erneuern? Wenn ihr die Fläche erstellt habt und möchtet ihr die Letztensende erneuern? Oder ihr habt den Mikrozement versiegelt und da ist ja, ist ja doch nicht so geworden, wie ihr euch vorgestellt habt. Dann gibt es hier eine ganz einfache Lösung. Dann wird ja wieder der PU-Siegel, die Versiegelung kurz angeschliffen mit 40er Schleifbett. Und dann kommen da ganz normal jetzt ohne Halfbrücke, ohne Grundierung, also wird ja diese Versiegelung angeschliffen, ohne Halfbrücke, ohne Grundierung, kurz die Fläche vielleicht mal abgestaubt, abgeputzt, feucht abgeputzt. Und dann kommen die zwei Schichten vom Mikrozement neu und die neue Versiegelung. Wirklich sehr einfach, da muss ja wirklich nicht großartig alles vorbereitet werden, sondern wirklich auf diese Basis kann ja können direkt weitere Schichten von Mikrozement erfolgen. Ja? Auch wenn, zweite Beispiel, auch wenn die Versiegelung natürlich jetzt irgendwo nachgegeben hat oder nicht mehr so schön aussieht, auch hier anschleifen, natürlich mit, ja gut, ein bisschen feiner Papier, also 120er Papier und dann neue zwei Schichten vom Versiegelung aufbringen und dann sind die Flächen, ist die Versiegelung ganz einfach erneuert.